Gebührenerhöhungen sind so ziemlich die schwierigsten Entscheidungen, die gefällt werden müssen. Daran kamen aber die 27 Mitglieder der Verbandsversammlung des Wasserverbandes Lausitz am Donnerstag nicht vorbei. Ich denke, wir haben jetzt 23 Jahre Gebührenstabilität hinter uns und dass das kein Ewigkeitsrecht ist, ist allen klar. Und unter der Berücksichtigung der Preisentwicklung in allen Bereichen in der jüngsten Vergangenheit bleibt jetzt aktuell kein anderer Weg, einfach um den Verband in einem ruhigen Fahrwasser auch zu halten. Als Amtsdirektor des Amtes Ruhland leitete Christian Konzak die Sitzung. Ein Grund für die Gebührenerhöhung ist gesetzlich geregelt. Die Trinkwasserversorgung und die Schmutzwasserentsorgung müssen kostendeckend kalkuliert sein und daran kommt kein Bürgermeister, keine Stadtverordnetenversammlung oder Gemeindevertretung vorbei. Auch wenn es wehtut, die Gebührenerhöhung sorgt auch in Zukunft für Investitionen. Über 20 Jahre wurden die Wassergebühren hier in unserer Region nicht angepasst. Und natürlich, wir kennen die derzeitige Situation, kommt auch dieser Zeitpunkt. Aber es soll ja auch investiert werden. In Senfenberg, in der Wilhelm-Pieck-Straße, in Niemsch und natürlich auch weitere Investitionen in den nächsten Jahren. Und aus diesem Grund, diese sind nur möglich, wenn man natürlich über die Gebührensätze diskutiert. Und das haben wir heute gemacht. 7 Baustellen beschäftigen den Wasserverband Lausitz aktuell. Und dabei wird deutlich, die Kosten für die Instandhaltung der Rohrleitungen, der Pumpstationen und des Wasserwerkes sind für die Versorgung unerlässlich. Und damit muss die Grundgebühr und nicht der Verbrauchspreis erhöht werden. Das war uns wichtig, weil wir die Vorhalteleistung, die wir herbringen, auch über diese Grundgebühr abbilden müssen. Und wir wollen mit dieser Entscheidung auch in die Zukunft gucken. Wir wollen die Finanzierung, die Investitionen für den Verband in den nächsten Jahren sicherstellen. Die Preise im Anlagen- und Ausrüstungsbereich sind explodiert und das gilt auch für die Errichtung von Trink- und Schmutzwasserleitungen, so der Fachmann. Wenn wir über das Monitoring seit 2006 schauen, haben wir eine Verdreifachung der Kosten für die Errichtung von Schmutzwasserleitungen und wir reden über eine Verdopplung im Trinkwasserbereich. Und das haben wir in den Jahren zuvor ohne Gebührenerhöhung stemmen können. Aber man muss einfach wissen, dass ich für dasselbe Geld jetzt entsprechend weniger Leistung kriege. Im Grunde genommen müsste der Verband noch mehr investieren. Im Vorfeld der Sitzung wurde kurzzeitig auch diskutiert, ob der Verband nicht einmal rote Zahlen schreiben könnte, um eine Gebührenerhöhung zu vermeiden. Bei dieser Idee gab es ein klares Nein, denn dieses Minus müssten die Mitgliedskommunen sofort ausgleichen. Davon würde ich auch dringend abraten. Zum einen wirkt sich das immer direkt auf die Investitionstätigkeit des Verbandes aus, was sich bei der mangelnden Unterhaltung dann hinten raus immer rächt. Und auf der anderen Seite wäre ein Defizit, das entsteht beim Verband, im Zweifel dann auch durch die Mitgliedskommunen immer auszugleichen. Also, ab dem 1. Januar steigt der Grundpreis für das Trinkwasser um 3,06 Euro pro Monat und für das Schmutzwasser um 3,33 Euro. Die Mengengebühr wird nicht erhöht und auch die Kosten für die dezentrale Schmutzwasserentsorgung bleiben stabil.